So, und damit ein herzliches Willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Kingdom Come Deliverance. Gefühlt sind es, glaube ich, 3 Wochen. Und ich glaube, es sind tatsächlich 3 Wochen her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und ich hoffe, dass das mit der Technik jetzt so gut funktioniert, weil ich habe hier nämlich alles umgebaut. Und jetzt muss ich tatsächlich husten, Moment mal. Nein, alles gut. Ich weiß nicht, warum ich gerade husten musste. Also ich habe ja hier eine ganz große Umbauaktion bei mir gehabt und ich bin jetzt tatsächlich so weit, dass ich wieder aufnehmen kann. Ich weiß allerdings nicht, wie gut das jetzt hier mit meiner Sprachqualität ist, wie gut das jetzt mit dem Ton vom Mikrofon her ist, weil einfach das Ganze jetzt anders sitzt. Weil es kommt jetzt von rechts rein, nicht mehr von links. Wenn sich jemand so meine Livestreams anguckt, dann wisst ihr, was passiert ist. Weil da habe ich nämlich schon mal einen Teststream gemacht. Der funktioniert ganz gut. Ich weiß nur nicht, wie gut das jetzt in den Let's Plays rüberkommt. Und wir haben ja beim letzten Mal, bevor wir das weitermachen, nochmal kurz zur Erklärung. Ich bin hierher gekommen, um ein Rezept zu stehlen. Und zwar das Bierrezept. So, ich mache jetzt aber hier mal die Tür zu. Mittlerweile weiß ich, wo ich es finde. Und ich bin so blind. Und ich trage schon eine Brille. Wahrscheinlich muss ich die mal ein bisschen kräftiger machen. Und zwar gehst du hier rein. Und guck mal, was da ist. Ein Bierrezept. So, das war's schon. Ist das nicht einfach? Das war sehr einfach, ne? Und ich versuche da den Taschendiebstahl zu machen. Glaubst du es denn? Ich stand da schon mal vor. Man hat dieses Rezept sogar gesehen, aber ich hab's nicht gesehen. Und das ist so ein bisschen tragisch gewesen. Oh Mann. Tja, wie, komme ich denn jetzt wieder zurück? Wo muss ich überhaupt hin? Warte, das war der falsche Knopf. Ich muss auf den Knopf drücken, genau. Und zwar... Diebischer Müller Simon. Ja, ich sollte hier vielleicht mal eine Quest... so zum Beispiel. Wo muss ich denn da nochmal hin? Ich hab's vergessen. Ach da, jetzt muss ich von da oben bis dahin reiten, ernsthaft. Oh, das wird ja schön. Kann ich da vielleicht auch per Schnellreise hin? Damit wir jetzt nicht den ganzen Weg laufen müssen? Natürlich nicht. War ja ein bisschen zu einfach. Nach Thallenberg könnte ich, aber das ist... Ich glaube, ich bin tatsächlich schneller. Meroyet? Ich werde mal nach Thallenberg reisen. In der Schnellreise. Damit wir das zumindest schon mal haben. Und den Rest, den laufe ich dann zu Fuß... Also, gehe ich dann händisch hin. Dass wir da hinreiten. Händisch? Also, ganz analog. Ne? Nicht, dass wir der Karte folgen. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe eine ganze Menge vergessen, was wir eigentlich bei Kingdom Come Deliverance erlebt haben. Weil 3 Wochen, das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Es tut mir auch wirklich leid, dass es nicht eher ging. Aber einmal war hier der große Umbau. Und zweitens, dadurch, dass ich ja auf meiner alten Arbeitsstelle bin und mir der Job wirklich so viel Spaß macht, dass ich mir so viel Arbeit einheimse, ja, da kommst du einfach nur noch nach Hause und fällst ins Bett sozusagen. Nee. So schlimm ist es nicht, aber ich habe irgendwie keine Lust mehr, irgendwie ein Spiel zu starten. Das ist schon... ich kenne mich gar nicht wieder. Aber der Ausgleich passt jetzt wieder. Das ist das Schöne. So. Warte mal. Reite ich denn in die richtige Richtung? Oh, jetzt dauert das wieder so lange. Kingdom Come Deliverance hat doch, glaube ich, wieder mehrere Updates bekommen. Ah, ich muss tatsächlich... Befrage Müller Simon. Stimmt, den müssen wir ja, da müssen wir, ach deswegen machen wir das Ganze ja. Ja. Jetzt verstehe ich das auch wieder. Weil der uns ja noch nicht mag. Mag. Huch. Ja. So. Ich würde mal gerne wissen, wer eigentlich noch zuguckt. Wer jetzt wirklich so lange gewartet hat, bis hier wieder die Folgen kommen. Und, hui. Boah, das geht ja hier steil hoch. Und nochmal, hui. Und nochmal, hui. War das nicht hier? Ja, natürlich war das hier, oder? Nee, das war irgendwo ein Holzwald. Das ist aber nicht diese Wiese hier. Wo dann diese Armeen da plötzlich vor uns standen. Erinnert ihr euch noch so an die ersten Folgen? Das ist schon Ewigkeiten her gefühlt. Und ich glaube, Kingdom Come Deliverance spielen wir auch mittlerweile schon fast ein Jahr. Das müsste hinkommen, ne? Es ist krass, wie die Zeit doch vergeht. Das glaubt man eigentlich nicht, wenn man es nicht selber miterlebt hat. Hoch!
Und ich kann mir gut vorstellen, die Leute, die mich dann irgendwann mal finden und sich das Let's Play so ganz wirklich alles hintereinander angucken, die sehen gar nicht am Anfang, huch, wie viel Zeit dazwischen eigentlich immer vergangen ist. Und dann habe ich ja, ja so andere Zuschauer dazwischen, die sich ja wirklich jede Folge, wenn sie rauskommen, gucken. Und, ja, die freuen sich dann immer jedes Mal. Das finde ich so schön. Das macht auch wirklich Spaß. Also bleibt bitte so, wie ihr seid, ja? Verändert euch nicht. Vor allen Dingen, dass ihr so viel Geduld immer mitbringt. Wahrscheinlich wird sowieso demnächst... Das gehört eigentlich gar nicht hierher, aber ich möchte es trotzdem irgendwie ansprechen. Es wird vielleicht demnächst wieder mehr Livestreams geben, die nicht angekündigt sind. Aber es wird bald wieder was passieren hier auf dem Kanal. Weil ich so langsam das Zeitmanagement hinkriege. Klingt komisch, ist aber so. Und vor allen Dingen habe ich mir den Stress rausgenommen. Weißt du, du hast ja immer häufig einen Zeitdruck, dass die Folge dann und dann rauskommen muss. Und ich mache mir jetzt nicht mehr diesen Druck. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, um das hier tatsächlich besser auf die Beine zu kriegen. Und vor allen Dingen, dass das auch klappt mit den Folgen. Nehme ich einfach mal ein Wochenende, dann, was weiß ich, 5 Stunden auf und dann habt ihr erstmal wieder was. Aber ich nehme mir jetzt einfach mehr Zeit raus, weil ich merke nämlich selber, es ist nicht so gut, das immer gezwungenermaßen dann zu starten. Und vor allem Kingdom Come Deliverance ist so ein Spiel, das geht so verdammt lange. Als ich damit angefangen habe, habe ich nicht damit gerechnet, dass wir schon 46 Stunden spielen. Ja, das steht tatsächlich bei Steam drin. Ja. Aber ich kann mir das auch gut vorstellen, da zählt ja auch die Zeit rein. Huch, das hat geklappt. Da zählt bestimmt auch die Zeit rein. Ich weiß nicht, wie viel wir wirklich effektiv jetzt hier im Let's Play verbracht haben. Aber ich habe auch ein bisschen Zeit natürlich privat hier drin reingesteckt, um zum Beispiel das mit dem Schwert zu trainieren. Ah, scheiße, jetzt hänge ich hier. Was mache ich denn auch wieder? Das macht man doch nicht, Terra, was du da machst. Oh, 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 hier geht's aber steil runter. Wie weit bin ich denn eigentlich weg von meinem Ziel? Oh. Okay. Ich bin falsch abgebogen. Oh. Okay. Ist ja ein Träumchen. Komme ich da vielleicht auch rüber? Ja. Das wäre schön. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwo eine Brücke ist. Wenn nicht, müssen wir jetzt diesen komischen Kreis laufen. Ist das das? Ja, da ist natürlich nichts. Das heißt, wir müssen jetzt... Weißt du was? Dann geht das nicht. Scheiß drauf. So. Machen wir das mal eben. Hätte ich schon die ganze Zeit machen können, wenn ich schon falsch abbiege. Aber dann hätte ich vielleicht nicht so viel erzählen können. Das weiß man immer nicht. Ich meine, warum sollen wir uns jetzt so warum sollen wir jetzt so hektisch sein? Mir ist natürlich auch klar, um das auch mal kurz anzusprechen, ein Let's Play ist natürlich was ganz anderes als ein Livestream. Beim Livestream, was mir da ein bisschen fehlt, wenn ich mir das selber angucke, dass halt die Tonqualität doch schlechter ist als im Let's Play und vor allen Dingen auch die Bildqualität. Dass die so ein bisschen schlechter ist als halt im Let's Play. Aber, es gibt noch ein Aber dazu. Ich finde es schön, wenn dann die Community im Hintergrund zuguckt. Und das ist ja live. Dass die dann gleich quasi Ideen rausschmeißen kann. Was man vielleicht probieren könnte oder sowas. Oder einfach mal so ganz interessante Themen gleich ansprechen. So muss ich mir das immer aus den Fingern saugen. Und so, hat die Community quasi das in der Hand, was man für ein Thema thematisiert in dem Moment. Allerdings ist das für manche nix. Also das zu gucken, kann ich auch verstehen, weil viele Streamer da draußen sind sehr hektisch, was das betrifft. Und ich versuche es eigentlich immer auf einem gewissen Tempo zu halten, so wie wir es hier eigentlich machen. Und ich werde auch nicht immer nur auf den Chat eingehen, weil es müssen auch mal so Passagen sein, wo du dich wieder um das Spiel kümmerst und einfach mal so aus der Seele raus irgendwas erzählst. Ist halt auch wichtig. Laufe ich hier richtig? Ich glaube nicht. Genau, ich muss hier nämlich links abbiegen. Ja. Ist so lange her, seitdem ich hier lang geritten bin. Aber jetzt kommt so langsam das wieder, wo ich mir denke, ja, okay, du musst da lang reiten. Okay, jetzt wird's sehr kritisch. Ich,
wähle links oder rechts. Ich werde jetzt links geritten. Tatsächlich. Wenn ich jetzt nicht auf die Karte geguckt hätte. Es ist ja aber auch verzweigt. Ja, und damals, da gab es ja noch kein Navi. Kann man eigentlich froh sein, dass es sowas heutzutage gibt. Aber tatsächlich, ein Navi verblödet einen. Oh, Mist. Ich habe wieder diese blöden Einblendungen nicht ausgemacht. Warte mal. Wie ging das? Offline. So. Damit mich das da unten nicht nervt. Ja. Das stört mich nämlich. Wenn dann plötzlich die Anzeigen von deinen Steam-Freunden mal angezeigt wird. Das nervt. Zumindest beim Aufnehmen. Und ich weiß auch gar nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt, aber ich glaube, die Steam-Einblendung müsste tatsächlich Shadowplay aufnehmen. Ist doch, glaube ich, Shadowplay, ne? So, wehe, du bist am Schlafen. Ich wollte schon sagen. Heinrich, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Und vielleicht bist du ja jetzt gesprächig, Müller. Simon. Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Naja, vielleicht sehe ich einfach nur schmutzig aus. Hier ist das Rezept. Hier ist das Bierrezept. Wunderbar. Hier, deine Belohnung. Super, das Bierrezept weggegeben. Was kriegen wir? 225. So, kann... Gott sei mit dir. Moment mal. Müssen wir noch einen Auftrag machen? Ach, das ist doch doof. Hast du einen lohnenswerten Auftrag? Es lohnt sich eher für mich, aber du kannst gern mitmachen. Der Schuster in Sasau hat ein paar schöne Stiefel für die hohen Herren gefertigt und soll sie mit Sporen versehen. Die Sporen will ich haben. Würde der Schuster denn nicht Ärger bekommen, wenn die Sporen weg sind? Und ist das unser Problem? Wohl kaum, oder? Sie gehören so gut wie dir. Bald gehören sie dir. Verlass dich drauf. Lass dich nicht erwischen. Ah, schon wieder was. Wann können wir denn mal mit dem im Gespräch anfangen, dass wir endlich mal die Sachen in Erfahrung bringen? Ich meine, es lohnt sich, ne? Natürlich, wir kriegen Geld dadurch, aber trotzdem finde ich das nicht in Ordnung. So, jetzt müssen wir nach Sasau wieder. Da ist Sasau. Sind wir hier eigentlich nicht so weit weg? Da ist der Schuster. Wir müssen natürlich auch rasten. Wir sind nämlich müde und dann müssen wir tatsächlich hier wieder hin. Aber vorher setze ich mich aufs Pferd. Und dann werden wir das mal ein bisschen beschleunigen und dann da pennen. Wichtig ist auch, upala, dass wir was essen. So, dann reiten wir hier wieder hin. So. Es müsste eigentlich auch sein, ich weiß nicht, ob das weg ist, aber es kann sein, dass das Rauschen vom Computer weg ist. Meine Maus und meine Tastatur müsst ihr noch hören, aber dieses Summen bzw. Rauschen vom Computer, das dürfte auch weg sein, weil der jetzt nämlich viel weiter weg steht und vor allem den Geschütz da, wo der Krach nicht so wegkommt ins Mikro. Das müsste sich auch verbessert haben, hoffe ich. Wäre jedenfalls schön, wenn das weg wäre. Also steigt die Qualität hier auf dem Channel. Ich bin begeistert. Ja. Nur weil ich mal ein bisschen umgebaut habe. So. Dann reiten wir hier entlang. Also ich bin ja ganz ehrlich zu euch, ich möchte gerne die Hauptquest beenden, weil Kingdom Come Deliverance ist zwar schön und gut, aber ich würde auch gerne mal wieder so ein anderes Spiel irgendwie mal in Betracht ziehen. Oh, ich bin dran vorbeigeritten. Ja. Huch. Ja. Das ist immer so ein bisschen die Sache bei RPGs, ne? Die gehen immer so lange. Aber eigentlich ist das auch wieder gut. Weil viele verlieren sich ja da drin. Aber nun ja. Wieso soll ich mich beschweren? Ich meine, es ist ein schönes Spiel. Gott sei mit dir, Heinrich. So. Guter Wirt, ich möchte hier gerne übernachten. Gott sei mit dir. Vor allen Dingen, ich will wissen, wie es ausgeht, ne? Aber das sind ja so viele Quests. Du hast in anderen Spielen... Schlafplatz. Hast du ein Bett für die Nacht? Da lässt sich sicht. Für wie lange? Für eine Nacht. Nur die eine Nacht. Gut.
Hier, bitte. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Super, freut mich. Wo ist mein Bett? Wo kann ich schlafen? Im oberen Stockwerk des Gasthauses. Die Treppe ist draußen. Die zweite Tür. Die zweite Tür. Ich dachte jetzt die erste Tür. Ich glaube, es ist immer die zweite Tür. Ich will mal gerade gucken. Habe ich denn auch Hunger oder ist das noch... Warte, das ist nicht. Doch. Energie und Sattheit 62. Naja, dann müssen wir noch nichts essen. Das ist erst wichtig, wenn wir am nächsten Tag was essen. Und dann gehen wir jetzt da erstmal pennen. Die zweite Tür. Hier, die Mitte. Wupp. Und hinter mir zumachen. Wupp. Und ab ins Bett. Juhu. Schlafen und speichern. Mit Rüstung natürlich. Wie sich das gehört. So, dann schlafen wir bis zum nächsten Tag. Bis 7 Uhr können wir. Dann lassen wir uns das doch mal richtig gut gehen hier. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Bei anderen Spielen. Nehmen wir mal... Oh, was ist denn das? Hungerhaken? Wieso habe ich denn das jetzt freigeschaltet? Warte, das muss ich gleich mal gucken, weswegen ich das freigeschaltet habe. Da, hungere 3 Tage lang. Was, ich habe nichts gegessen? Dafür war aber ganz schön satt gewesen. Voll gut. Wieder eine Errungenschaft freigeschaltet. Also, Steam-Errungenschaften sind sowieso immer so. Ne, was wollte ich sagen und nicht lügen? Bei anderen Spielen, nehmen wir mal Fallout. Nehmen wir nur mal Fallout 3 als Beispiel, ne? Da wären wir eigentlich schon längst durch. Weil die Hauptquest nämlich sehr kurz ist. Aber gut, Kingdom Come Deliverance sollte ja vieles anders machen als andere RPGs. Und deswegen finde ich das auch in Ordnung. So, essen. Nein, nichts reingeben. Essen. Ich beschwere mich nicht. Es ist einfach nur eine Feststellung, dass die Hauptquest gut ist. Jetzt weiß ich, was ich loswerden wollte. Verdammt, das hätte ich am Anfang machen müssen. Ich bin ja so fasziniert. Ich weiß nicht, ob die hier wirklich reingucken. Aber ich habe mehrere Male auf die Twitter-Beiträge von dem Warhaus-Studio und von einem von den, ich glaube, das ist irgendeiner von den Marketing-Abteilung oder so. Da habe ich jetzt mehrere Gefällt mir und Beiträge, sie haben das auch geteilt und so weiter, hat das Warhaus-Studio darauf reagiert und hat da wirklich ein Like dagelassen. Ja. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel Resonanz dann dadurch kam. Das war schlimm. Ich war völlig überfordert. Ich habe mich voll gefreut vor allem. Da muss ich endlich mal sagen, vielen lieben Dank, dass das Warhaus-Studio sich ja anscheinend die Zeit nimmt, hier mal reinzugucken. Voll gut. Ich habe mich sehr gefreut. Das ist der erste Entwickler, der überhaupt irgendwie mal auf mich aufmerksam geworden ist. Das ist interessant. Vielen, vielen lieben Dank dafür. So, wo ist denn jetzt der Schuster hin? Achso, hier hinten irgendwo. Ist das da unten sein Haus? Und hüpf! Ach ja, dieses Pferd, ne? Was? Achso, jetzt klappt es. Okay, ich sag nichts. Ist das hier der Schuster? Hier ist es zappenduster. Ich glaube, wir sind beim Schuster. Hä? Ich glaube, ich sollte mich mal waschen, ne? Komm, ich wasche mich mal. Okay, da... das ist mit Waschen etwas schwierig. Was suche ich hier nochmal? Ich hab's vergessen. Das ist doch aber ein Gerber. Stier die Sporen vom Sasauer Schuster. Das ist doch aber ein Gerber. Hallo. Wie sehen die Sporen überhaupt aus? Ach, hier ist ein Schuster. Ah, Gott allmächtiger. Modische Schuhset. Sie gucken.
guckt mir auf jeden Fall gut hinterher. Das ist ein Schloss, was ich knacken müsste. Reden wir mal mit dem. Beste Grüße. Beste Grüße? Lass uns handeln. Alles Gute. Gibt's ja denn... Mal sehen, was... Schuhset... Verzierte Reiterstiefel. Mach ich die Tür mal hinter mir zu. Da wäscht sich gerade, glaube ich, einer. Da ist eine Tür, die verschlossen ist. Hm. Ich glaube, ich sollte bis zur Nacht warten, ne? Es ist immer doof, das tagsüber zu machen. Ich weiß aber auch nicht, wie so solche Sporen überhaupt aussehen. Das ist das viel Schlimmere. Ah, hier, da kann ich mich sich waschen. Rein theoretisch müsste ich das so machen, wie ich das bei dem Stoffhändler? War das ein Stoffhändler? Ich glaube ja, ne? Bei dem Schneider, genau. Wie ich das bei dem Schneider gemacht hatte. Speichern wir erstmal. Jetzt überschreibe ich natürlich einen ganz wichtigen Speicherstand. Ich hoffe, dass die Aufnahme komplett in Ordnung ist. Das heißt, wir spulen vor. 15 Stunden. Bist du denn bekloppt? Aber die müssen halt schlafen, ne? Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. So, die letzte Stunde dauert natürlich wieder ein bisschen, weil das ja sozusagen der integrierte Ladebildschirm ist. Aber es wird trotzdem nochmal laden. Der steht da schon wieder. Geh rein! Was ist los mit dir? Ich fühle mich nicht gut. Mann, es regnet. Geh rein! Ich werde mal Folgendes machen. Jetzt muss ich ja erstmal alles wieder abnehmen. So ist das ganz gut. So mache ich vor allem keine Geräusche. Geräusche null. Wie geht es? Was ist los mit dir? Fühle mich ganz schlecht. Der Topf ist sauer ab. Was soll das werden? Wieso verfolgt er mich? Ich warte mal, bis die Wache kommt. Hä? Der sieht mich doch nicht. Wie sieht das cool aus? Jetzt steht der da ernsthaft? Oh, das ist mit dem Wasserplätschern, ne? Okay, er geht wieder zurück. Wer ist da? Ich bin hier nicht. Heilige Maria. Hey, wer ist da? Der hat Komplexe. Theoretisch, überschreibe ich mal den Speicherplatz. Wir haben schon über 200 Mal gespeichert, das wäre gar nicht möglich nochmal.
Na, bitte, 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 bitte. Hupsi! Ich will doch nicht alles mitnehmen! Bist du bekloppt? Ja, ich meine, hey, das geht auch, aber nee, das ist... Das ist immer so knetert, da kriege ich immer Angst. Wieder liegt wer? Ich werde mal probieren. Wahrscheinlich geht's jetzt schief. Die schläft ein bisschen unruhig. So. Verzinkte Beinlinge, Sonntagskleid. Alles nicht das, was ich haben will. Alter, dieses Rumsen. Sie schläft ganz gut. Na? Der Innenkreis ist blöd. Oh! Edle Sporen, da ist es. Was tust du da? Lass das, du Elster! Wachen, kommt her! Das ist jetzt natürlich Kacke. Das hat alles so gut geklappt. Warum ist die denn jetzt wach geworden? Ich meine, es hat... Ja, deswegen sage ich ja, das mit dem Inneren, das ist Kacke. Hä? Warum ist denn jetzt wieder draußen? Das begreife ich immer nicht. Naja, immerhin weiß ich jetzt, wo ich gucken muss. Da hat's geknackt. Das könnte sein, dass das schlecht ist, wenn das so zappelt. Das ist schon schlecht. Sie steht auf! Och Mann, das ist doch Kacke. Warum? Herrgott, ein Dieb! Ich könnte einen Happen vertragen. Ach, das ist doch blöd. Nochmal bitte. Warte, die kann ich doch bestimmt auch. Ja, natürlich. Ich kann die auch umhauen. Dass er erstmal K.O. ist. Ich werde mal was probieren. Also, ich bin gerade ein bisschen ruhiger, weil das irgendwie nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Umhauen. Tote sie nicht. Töten, plündern. Ich könnte natürlich auch hier mal einiges mitnehmen. Wird sich bestimmt nicht daran erinnern.
Komm, wenn wir schon mal dabei sind, machen wir es gleich richtig. Das ist sehr viel Ware. Tschüss! So, jetzt müssen wir ganz schnell zu dem... Komme ich denn da jetzt am besten hin? Das ist C, ne? Ja, das ist tatsächlich C. Ja! Oh Gott! Man sieht wirklich kaum was. Hilfe! Da sind Kühe! Ja. Seht ihr was? Also ich sehe wirklich kaum was. Ich glaube, ich sollte wirklich gleich mal die Fackel anmachen. Also erst einmal, damit wir uns, ne? Und so. Alter, was ich jetzt alles mitgenommen habe. Also wenn ich das alles verkaufe, ich glaube, dann geht's mir echt gut hinterher.